Nun ist es endlich wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit. Boah, den letzten... Ja, da lasse ich immer noch mal so... Da willst du noch mal zeigen, ne? Wer hier der Sänger ist, ne? Genau. Ja, wundervoll. Ja. Herzlich willkommen hier zum Dachtheken-Duett mit André Lichtschlag, dem... Sänger. Sänger. Und Martin Mocharski. Wie hieß das noch, den Bridge-Sänger? Der Bridge-Sänger, ja, du bist der Experte für die Bridge, ne? Ja, ja, ja. Wundervoll. Ja, ja, ich hoffe ja, demnächst erscheint der Schlager endlich mal. Dauert noch ein bisschen, aber ja, ich freue mich drauf, ne? Und dann, ich habe gedacht, du weißt ja, in einer Woche ist ja schon wieder Stammtisch, ne? Sie sind auch herzlich eingeladen zum Stammtisch in Grevenbruch. Diesmal widmen wir uns der Corona-Aufarbeitung. Ne? Weil es der Staat nicht kann oder will, müssen wir uns der Sache eben annehmen. Bei viel Bier ohne Corona, und mit schwarzen Bier. Balken, ne? Wie sich das gehört. Ja. Einblendung jetzt. Stimmt, Einblendung. Mats ab. Stimmt, da habe ich ganz vergessen, dem Sascha Bescheid zu sagen, dass er dieses wundervolle, meine wundervolle Ankündigung hier verlinken könnte. Kann er ja jetzt machen. Hat er ja jetzt bestimmt auch gemacht. Ne? Wie gesagt, es ist wieder viel passiert. Es passiert immer viel. Wobei, ne, es fehlen so ein bisschen die, wie soll ich sagen, ne, du weißt ja noch Anfang des Jahres, wir erinnern uns, da kam es ja Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. Das war ja, das war ja Skandal. Auf Skandal, auf Ungeheuerlichkeit und so weiter und so fort. Aber es geht eigentlich weiter. Ich meine, wir haben immer noch das Thema RKI-Files. Das hat ja an Brisanz nicht verloren. Das entwickelt sich jetzt so ganz allmählich. Aber da wollen wir, glaube ich, ja, komm, lass mal eher später darauf eingehen. Sie wissen ja, wir sind immer dankbar für Zuschriften und für Anregungen und für... Ja, Vorschläge, Fragen und so weiter. Und wir hatten ja letzte Woche, haben wir damit angefangen, hier mal die libertären Basics zu erklären, weil ja doch der ein oder andere von Ihnen mit dem ganzen Thema noch eher unbeleckt ist. Das stellen wir ja auch immer wieder fest. Ist ja gut, dass Sie sich das Format dann trotzdem angucken und uns zuhören. Und ja, wir haben diesbezüglich auch eine Zuschrift bekommen. Hallo zusammen, ich dachte, ich könnte mich mal zum möglichen Segment Libertäre Basics im Dachtheken-Duett melden. Meiner Meinung nach eine gute Idee, das sagen übrigens viele, also wir haben das auch so in den Kommentaren gesehen, also viele begrüßen das, nicht alle, aber doch die überwiegende Mehrheit. Könnte aber auch fast ein eigenes Format geben, ja gut, aber Zeit ist beschränkt, deswegen müssen wir uns heute auch ein bisschen beeilen, die Zeit rast. Ne? Also heute gibt es keine Überlänge, können wir jetzt schon heute mal... Heute nur gute Stunde, ja. Heute nur gute Stunde, genau. Wenn es Teil des Dachtheken-Duetts bleibt, so soll es sein, wären Videoclips zu den libertären Basics entnommen aus den Dachtheken-Duett-Sendungen vielleicht eine Idee. Libertäre Basics... Das ist mit gar nicht André so doof, die Idee. Nee, eigentlich nicht. Ja. Stimmt schon, ne? Ja. So, meine Themenvorschläge vielleicht auch zu einem etwas späteren Zeitpunkt und da will ich direkt mal vorlesen, was hier vorgeschlagen worden ist. Libertäre und die Demokratie, beziehungsweise das angespannte Verhältnis zu Politik, Parteien und Wahlen. Weil wir das ja schon oft immer mal so drin hatten, ne? Ja, wenn wir uns über Parteien unterhalten. Ja, das aber vielleicht das nochmal ein bisschen gebündelt, können wir es nochmal auf den Punkt bringen. Das werden wir auf jeden Fall nochmal machen. Ein libertäres Land in Frage, also in Anführungsstrichen. Gibt es Beispiele? Gibt es. Wurde so etwas schon einmal probiert? Diverse Male und das sogar relativ erfolgreich. Libertäre und Wehrpflicht, beziehungsweise Libertäre und die äußere Sicherheit. Auch gut. Wir hatten auch hast du noch ein paar Vorschläge ausgedruckt, die noch unter dem Video waren? Ne? Ich habe noch ein paar Kommentare hier aus der Kommentarspalte entnommen. Wie würdet ihr ein privates Justizsystem Rechtsprechung organisieren? Eine sehr gute Frage. Hallo ihr beiden, ich verstehe prinzipiell euren Ansatz, der Sozialstaat sei asozial. Finde ich im Prinzip auch richtig, diesen Gedankengang. Aber was ist mit echten Bedürftigen, Leute, die beispielsweise krank oder behindert sind? In welchem Rahmen würdet ihr diesen Personen helfen und ihnen ein menschenwürdiges Leben ermöglichen? Und natürlich die Frage, was ist mit den Rentnern? Ich bin in den Kommentaren schon darauf eingegangen, glaube ich, auf diesen Kommentar. Okay.
Fände es toll, wenn ihr das bei Gelegenheit mal genauer erörtern und diskutieren könntet. Können wir, weiß ich nicht, wie würden wir das machen jetzt? Nee, ne? Wir können das mit dem Renten können wir nochmal als eigenes Thema nehmen. Ist gute, ich glaube, wir sollten das mit den Renten. Lass uns da mal eine Liste machen. Und dieser eigentlich das mit den, wie das mit den wirklich Bedürftigen ist, haben wir ja versucht, letzte Woche im Prinzip ein bisschen umfassender aufzuarbeiten. Ja. Jetzt weiß ich nicht, klar, letztendlich muss denen geholfen werden, haben wir ja alles erklärt, ne, dass das eben freiwillige Art und Weise geschehen muss. Du hast sehr richtigerweise gesagt, also wir haben relativ lange darüber gesprochen, du hast sehr richtigerweise gesagt, dass natürlich die Familie eine wesentlich größere Rolle wieder spielen wird in dem Moment, wo der Ersatzvaterstaat wegfällt. Und was mir noch einen ganz wichtigen Punkt haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt, wer auch eine wesentlich größere Rolle dann wieder spielt, sind eigentlich die Religionen und Kirchen, ne? Die sich eben traditionell diesen Caritas-Aufgaben eigentlich überall auf der Welt immer angenommen haben. Ne? Also da ist es gab ja nicht immer, da kommen wir gleich auch darauf zurück, wenn wir ein bisschen über die Geschichte sprechen wollen, gibt es libertäre Beispiele und ähnliches, ne? Das wollen wir gleich noch machen. Es war ja nicht immer der Staat für das Soziale oder fühlte sich für das Soziale zuständig. Im Gegenteil, in der Geschichte meistens eigentlich nicht. Ne? So, und das haben eigentlich sehr, sehr früh, klar, wurde das erstens in der Familie aufgefangen, auch ein, weiß ich, einer, der sich nicht helfen konnte, ein Familienmitglied, dem wurde geholfen. Und zweitens war ein ganz wichtiges Standbein die Religion, die Kirche, die dann automatisch wieder eine größere Rolle spielt. Auch da übrigens ist es eben kein Zufall, dass die Leute, die Sozialisten, die eben den Staatenstaat, den Ersatzvaterstaat oder auch die Ersatzreligionstaat an der Stelle propagieren, dass die natürlich, dass denen die klassische Familie und auch die Religionen selbst immer ein Dorn im Auge sind. Natürlich. Ne, und die eben auch bekämpft haben. Ne? Ja, das stimmt. Also ich glaube, ich bin in den Kommentaren so darauf eingegangen, dass man sich ja so wie heute auch gegen alles wird versichern können. Dann aber eben auf privater Basis. So, also das betrifft eben, wie gesagt, auch Behinderung. Das betrifft auch Arbeitslosigkeit und so weiter. Also da wird es Möglichkeiten geben, eben von auf privater Basis. Also wenn ich jetzt beispielsweise, da gibt es immer wieder dieses Beispiel, ja, was ist, wenn jetzt mein Kind behindert auf die Welt kommt und vermutlich nie einen Job wird annehmen können, ja, dann ist das Kind ja über die Eltern schon versichert. Also beziehungsweise die Eltern werden da eine Versicherungsoption haben, die beinhaltet, dass, wenn das Kind denn irgendwelche Schäden davonträgt, dass es dann eben abgesichert ist. Das lässt sich alles machen und das kommt ja, wie gesagt, so häufig auch nicht vor, dass ein Kind eben erwerbsunfähig, ich sag mal in Anführungsstrichen, auf die Welt kommt und das ließe sich eben, glaube ich, finanzieren, also auch privat sehr, sehr gut finanzieren, denke ich sogar. Und ich denke sogar wesentlich besser als eben staatlich. Ja, also man muss sich ja immer wieder vor Augen führen, wohin das Geld eigentlich fließt. Also wenn wir Sozialabgaben zahlen, ja, und das tun wir ja nicht zu knapp, dann fließen ja Milliardenbeträge allein in den Wasserkopf, in diesen Verwaltungsapparat, in die Bürokratie, die hinter dieser Verteilung steckt. Also da wird von dem einen Euro, den sie, ich sag mal, in Sozialsysteme reinpumpen, gehen, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Cent dafür drauf, dass dieser Euro verwaltet wird. Und am Ende kommt dann wirklich nur 30, 40 Cent, kommen dann bei den eigentlichen Bedürftigen an. So, und das ist, ich glaube, ein Ungleichgewicht so. Und ja, wie gesagt, ich glaube, darauf gehen wir dann noch mal genauer ein, insbesondere, wie gesagt, auf die Rentner. So, und die Frage für libertäre Basics. Sind Libertäre für die Freigabe und Legalisierung von allen Drogen inklusive Crack, Crystal Meth und Heroin? Können wir auch als Extrathema mal nehmen? Kurze Antwort ist ja. Ja. Aber das können wir dann ja noch mal ein bisschen ausführen. Genau, richtig. Oh, jetzt habe ich den. Weil, also wir wollten uns das mal notieren, ne? Also alle Vorschläge, die da kamen und auch alle, die danach kommen, also wenn sie dann noch weitere Vorschläge haben für libertäre Basic, was wir mal ein bisschen versuchen sollten zu klären, also Grundsatzfragen, die jetzt keinen aktuellen Aufhänger haben, immer zu, dann werden wir das notieren, werden wir nach und nach abarbeiten und für heute hatten wir uns überlegt, mal diese Frage, die eben aufgetaucht ist, nach den Beispielen in der Geschichte, gab es mal sowas in libertäre Gesellschaften? Ein libertäres Land gibt es Beispiele dafür, ist ein super, super interessantes Thema und auch für uns gibt es da noch viel zu lernen, habe ich selber feststellen müssen, können, dürfen. Wir selbst haben ja vor schon einiger Zeit im Lichtschlag Buchverlag ein Buch herausgebracht, das wir denen, die sich wirklich dafür interessieren,
gerne ans Herz legen möchten. Einblendung jetzt. So, das nennt sich Der gar nicht so wilde Westen von Terry L. Anderson und Peter J. Hill. Eigentumsrechte im Frontier. Also da geht es wirklich darum, wie sah eigentlich die Realität im wilden Westen aus? Und da geht es jetzt eben nicht nur um Waffen, den Gebrauch von Waffen, sondern eben auch darum, ja, wie hat sich damals die Gesellschaft dort strukturiert? So, und ich weiß, für viele von uns ist das absolut unvorstellbar, diese Zeit damals. Also man muss sich vorstellen, die Leute, die damals in den sogenannten Wilden Westen gekommen sind, sind wirklich in eine aus ihrer Sicht Wildnis eingetreten. Klar, da gab es schon Menschen, da gab es die Ureinwohner, aber es gab seinerzeit in diesem Wilden Westen keinerlei staatliche Strukturen. Also der Staat war schlicht und ergreifend nicht da. Also der hat sich mit den Menschen ja nicht automatisch ausgedehnt. Die Leute sind gen Westen, haben sich dort organisiert, haben dort Städte gegründet, haben dort im Prinzip all das gemacht, was man ja auch in, ich sag mal, im zivilisierten seinerzeit Osten gemacht hat. Man hat Schulen gebaut, man hat Kneipen aufgemacht, man hat Landwirtschaft betrieben, man hat Handel betrieben. Man hat Straßen gebaut, man hat Schulen Straßen gebaut. Alles das, wo immer so die Fragen kommen, ja, es geht doch ohne Staat gar nicht. Ja. Es wurde aber ohne Staat gemacht. Ne? Genau. Es wurde zum Beispiel im Wilden Westen dieser Zeit völlig ohne Staat gemacht. Ja. Und es war ja auch so, was heute denken viele so intuitiv, gerade wenn man jetzt nicht mit der amerikanischen Geschichte so groß geworden ist, das waren irgendwie, war das immer schon Staatsgebiet der USA. Mhm. Nee. Also wenn man sich so anguckt, wie die Staaten entstanden sind, diese Gründerstaaten, und dann wurde das ein bisschen ausgedehnt. Zur Zeit des Wilden Westens ging das irgendwo bis zur, grob gesagt, zur Mitte. Ne? Zur Mitte waren diese Staaten und das Rest war einfach, das waren Territorien, die von keinem Staat beansprucht wurden. Mhm. So, die Leute, die Siedler sind da hingezogen, ne, und haben ihr Ding gemacht. Im freiwilligen Austausch, im freiwilligen Miteinander. Und dann gibt es natürlich die Legenden, auch aufgrund der vielen Romane und Wildwestfilme, dass da, was weiß ich, wie viel Gewalt waren und ja. Schießereien, weil sie eben alle ein Schießeisen dabei hatten. Mhm. Und das wird in dem Buch eigentlich sehr eindrucksvoll behandelt und auch nochmal auseinandergenommen, dass im Vergleich zu heutiger Kriminalität in, in einer normalen Großstadt oder so, war das ein Witz an Kriminalität im Wilden Westen. Also es war wesentlich weniger kriminell, ja, ja, in diesen staatenlosen Gebieten, als in heutigen amerikanischen Großstädten unter staatlicher Hoheit. Ja, dazu muss man auch sagen, es wird ja auch immer wieder ganz gerne von, ich sag mal, insbesondere von Waffengegnern. Aber das können wir jetzt eigentlich auch direkt abfrühstücken. Ist auch so eine libertäre Basic. Wir sind natürlich auch als Libertäre für eine absolute Freigabe aller Waffen, also aller Schusswaffen. Und es hat sich ein bisschen anders dargestellt, als es, wie gesagt, in diesen berühmten Wildwest-Filmen dargestellt, illustriert wird. Da sieht man immer wieder diese Ballereien, hier, keine Ahnung, Sheriff gegen Banditen und so weiter und so fort. Und dann wird da Munition rausgehauen. Da meint man, ja, hier, das ist ein Frontabschnitt im Zweiten Weltkrieg oder sowas. So war es aber nicht. Also dokumentiert, also die heftigste Schießerei, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist auch in diesem Buch dargestellt, die heftigste Schießerei, da sind, glaube ich, 7 Patronen hin und her geschossen worden. Also mehr war da nicht. Also diese Illustration des Wilden Westens, so wie Hollywood das praktiziert, die ist also weitestgehend erfunden, realitätsfern, also erdacht und einfach nur aufgrund, der Action wegen erfunden worden, so damit die Leute auch was zu gucken haben. Ne? Also diese Szenen, die man alle kennt, die hat es so nicht gegeben. Also und wenn jetzt jemand ankommt und eine Waffenfreigabe dadurch versucht abzulehnen, argumentativ abzulehnen und dann von Wildwest-Verhältnissen anfängt zu sprechen, ja, dann muss man ihm beipflichten und sagen, ja, ich möchte Wildwest-Verhältnisse, weil es damals überaus friedlich gewesen ist. Ja, also ich meine, die Leute, also kurz zur Erklärung, Munition war damals unheimlich teuer. Also so ein Schuss aus einer Patrone hat schon mal, ich weiß jetzt nicht, aber so einen halben Tageslohn gekostet. Also, dass die Leute da hingegangen sind und rumgeballert haben wie die Bescheuerten, das hätten die sich gar nicht leisten können. So, also Waffen hatten da hauptsächlich den Sinn und Zweck, wild zu jagen oder eben sich auch selbst zu schützen und auch aus wirtschaftsökonomischer Sicht.
Banditen hat es damals sicherlich auch gegeben, aber für einen Banditen war es wirtschaftsökonomisch unheimlich, ja, wie soll ich sagen, es war meistens eine, naja, keine Rechnung, die aufging, sich mit bewaffneten Siedlern anzulegen, weil die Gefahr doch relativ hoch war, dass man da enorme Verluste, unter anderem das eigene Leben, hinnehmen muss und das für, ich weiß es nicht. Was ja auch der Grund dafür ist, dass du hast ja in Amerika nach Staaten die Waffengesetzgebung auch heute noch, ne? Und du hast halt relativ liberale Waffengesetzgebung in einigen Staaten, relativ restriktive in den anderen. Und oh Wunder und oh siehe da, wo ist die Waffenkriminalität am häufigsten, wo sterben am meisten Leute durch Waffengewalt? Da, wo die Waffengesetzgebung am restriktivsten ist und nicht da, wo sie am liberalsten ist. Ne? Im Gegenteil, da, wo sie am liberalsten ist, wo die Leute wirklich, wo denen quasi schon von Gesetzes wegen angeraten wird, mit einer Schusswaffe zu Hause auch gegen mögliche Einbrecher oder irgendwas sich zu verteidigen, ja, da bricht man halt nicht so gerne ein. Sollte man auch tunlichst nicht tun. Ja gut, jetzt hatten wir zwischenzeitlich das Thema Waffen, haben wir jetzt auch kurz abgefrühstückt. Es ging ja eigentlich um die Geschichte, um libertäre Beispiele. Ja. Genau, da wollte ich sagen, hier Wilder Westen ist eben dieses tatsächlich ein Beispiel für eine, wenn man so will, anarcho-kapitalistische Gesellschaft. Jetzt wissen die Eingeweihten oder die ein bisschen fortgeschritteneren Libertäre, es gibt libertäre Minimalstaatler, es gibt libertäre Anarchisten. Minimalstaatler sind die, die sagen, okay, Recht und Sicherheit. Und Sicherheit nach innen und außen sind Staatsaufgaben, mehr aber auch nicht. Nach dieser Definition von Minimalstaat, die auch so ein bisschen unter das libertäre Denken eben als ein Strang fällt, war auch der frühe amerikanische Staat ein Minimalstaat, kann man sagen, ein libertärer Minimalstaat. Da ja sogar schon nach frühen libertären Theorien so ein bisschen auch. Ne? Also man kann schon Thomas Jefferson und andere auch als Vorläufer libertären Denkens durchaus in vielerlei Hinsicht heranziehen. Das war halt ein Minimalstaat. Der Wilde Westen war sozusagen anarchokapitalistisches Beispiel. Aber es gab eben auch noch andere. Ne? Es gab in der Geschichte noch viele andere Beispiele. Genau. Und an dieser Stelle möchte ich Einblendung jetzt auf ein paar wirklich wertvolle, interessante Beiträge der Marktradikalen hinweisen. So, ich habe mir jetzt mal 5 Artikel herausgesucht, beziehungsweise Kollege Koll hat das getan und mir zugeschickt. Wir haben hier diverse Beispiele, beispielsweise das freie Island oder, ich weiß jetzt nicht, wie man das spricht, Kowloon Wallet City. Also das ist da in der Nähe von Hongkong gewesen. Das muss man sich mal so vorstellen, ein Stadtteil, der weitestgehend unberührt gewesen ist von, staatlichen Eingriffen. So, und was hatte man da? Man hatte da ein Wildbau, man hatte dort keine Kanalisation. Die Zustände waren jetzt tatsächlich nicht die allerbesten, was allerdings damit zusammenhing, dass da auch von staatlicher Seite, ich sag mal, hier und da vielleicht nicht die Erlaubnis erteilt worden ist. Und nichtsdestotrotz war diese Nolan Wallet City überaus beliebt bei den Bewohnern, weil es dort schlicht und ergreifend möglich war, sich einen gewissen Wohlstand zu erarbeiten. Da gibt es noch weitere. Das war, glaube ich, so ein umstrittenes Gebiet zwischen der Kronkolonie Holland und Kronkolonie Hongkong, die zu Großbritannien gehörte in Eigenverwaltung sich da eben etabliert hatte und den Chinesen. Genau, richtig. So, und das war so ein kleines Wohngebiet und die hatten halt ihr eigenes Recht dann da sozusagen weitgehend geschaffen. Es gibt noch andere Beispiele. Wie gesagt, freies Island, Arcadia, Nova Scotia, Kanada und die Freie Republik Kospaia. Und außerdem, was habe ich jetzt? Ja, dann hatte ich hier noch einen Artikel ausgedruckt. Der ist dann doch etwas länger geworden. Auch wieder der Wilde Westen. Das ist wahrscheinlich der ursprüngliche Artikel, wenn das der ist, weil es ist so, dass die beiden, das sind glaube ich zwei Ökonomen oder ein Ökonom und ein Historiker, die dieses Büchlein geschrieben haben und das beruhte auf einen Artikel tatsächlich, den die damals für das Mises-Institut in Amerika geschrieben haben und haben sich dann aber weiter in die Sache reingekniet und haben da ein ganzes Buch draus gemacht. Ich vermute, dass das der Ursprungsartikel ist, in übersetzter Form. Wie gesagt, der ist bei den Marktradikalen zu finden. Vielleicht zu freies Island, freies Irland, das sind Beispiele aus dem frühen Mittelalter.
ja, wo tatsächlich auch eine konkurrierende Rechtsprechung, insbesondere in Island, glaube ich, gewesen ist, in Irland aber auch. In Irland war das auch alles sehr staatsfern. Also es ist tatsächlich juristische Systeme, die nicht, die staatsfern betrieben wurden. Mhm. Zwei Beispiele dafür, muss man wissen. Das eine ist, glaube ich, auch ein Artikel von David Friedman, was das Island-Beispiel betrifft. Der hat da sehr viel drüber geschrieben. Also man kann auch bei David D. Friedman, den anarchokapitalistischen Ökonomen, auf seiner Seite, in englischer Sprache findet man relativ viel zu diesem Beispiel Island. Und mit Irland hat sich der andere große libertäre Vordenker, Murray Rothbard, sehr viel beschäftigt, der sich überhaupt mit amerikanischer Geschichte sehr viel beschäftigt hat, mit amerikanischer früher Geschichte und da eben diese libertären Beispiele sehr explizit auch behandelt hat. Der hat aber eben, wie gesagt, auch sehr viel über Irland in diesem 12., 13., 14. Jahrhundert, glaube ich, war es, geforscht und drüber geschrieben. Da findet man also auch an einigen Stellen, ich glaube im Mises-Institut in Amerika insbesondere, noch sehr viel Material. Ja, ja, an dieser Stelle. Dazu muss man noch sagen, was mir noch eingefallen ist, man kann natürlich überhaupt sagen, das Mittelalter, überhaupt auch in Europa, ne? Es war ja nicht die Staaten, wie uns das heute vorstellen. Es ist ja eher umgekehrt. Diese heutigen totalitärer werdenden Staaten, die sind ja nicht irgendwie der Normalfall in der Geschichte. Also insbesondere in den verspäteten Nationalstaaten hier in Italien und im Deutschen Reich, Heiligen Römischen Reich und so weiter, in diesem Flickenteppich, wo du diese Fürstentümer hattest. Ja, was haben denn die Fürstentümer für staatliche Hoheiten da an sich genommen? Die Leute sind sowieso, wenn sie es bei dem einen zu blöd fanden, sind sie zum anderen Fürsten gegangen. Also das war weitestgehend eine Abstimmung mit den Füßen auch. Und also so viel Staatsgewalt und so viel ausgebauten Staat gab es da nicht. Mhm. Das gilt auch für Italien. Wie gesagt, das andere Beispiel, verspätete Nationalstaat, insbesondere, glaube ich, die Kaufmannsrepublik Venedig, die war schon in vielen, vielen Bereichen über Jahrhunderte hinweg sehr libertär. Und wenn man Kaufmannsrepublik Venedig nennt, muss man auch immer die Hanse, ne? den Hanseverbund, da hat der Steffen Krug, glaube ich, eine ganze Menge immer darüber zu erzählen, der auch das Roland-Bader-Treffen organisiert. Das ist auch beziehungsweise hat auch der Benny Mudlack, glaube ich, was darüber auch geschrieben, geschrieben und auch erzählt. Also das Beispiel Hanse ist wirklich auch ein schönes Beispiel für eigentlich ein weitgehend oder völlig staatsfreien Zusammenschluss von Gemeinden. Ja. Ja. Von also Kaufmannsrepubliken. Also wie gesagt, es gibt darüber viel zu lesen, viel zu erfahren. An dieser Stelle halt erstmal nur die Verlinkungen, aber da können Sie wirklich auch in die Tiefe gehen und sich davon überzeugen, dass das, was wir hier erzählen, kein Humbug ist. Ja, also es gibt, wie gesagt, durchaus Beispiele, lesenswerte Beispiele, genauso wie es ja auch zahlreiche Beispiele gibt, die ja jeder kennt, warum Sozialismus nicht funktioniert und wir es jeden Tag eigentlich um die Ohren gedonnert bekommen. Ja. Übrigens, eigentlich, man muss ja auch sagen, in unserem täglichen Zusammenleben, hier und jetzt und heute, ist ja das Allermeiste, was wir alle miteinander machen, im freien Austausch. Das sind ja Markthandlungen, ja. Also klar werden wir vom Staat gehindert, wo es nur geht. Und trotz alledem spielt er in vielen Bereichen keine Rolle. Ne? Ja. Und ich hatte ja auch schon mal gesagt, selbst in der Sowjetunion, selbst in einem wirklich totalitären kommunistischen System, hat der freie Markt, nämlich der Schwarzmarkt, die Leute am Leben gehalten. Mhm. Die hatten alle ihre Datscha nebenbei und haben getauscht und so weiter und so fort. Auch das sind Beispiele für funktionierende anarchokapitalistische Systeme, wenn man so will. Ne? Ja. Also gerade schwarze Märkte, die es ja auch heute, weiß ich nicht, bei Putzfrauen ähnlichen gibt. Ja, ne? Ja. Das funktioniert ja alles bestens. Ja? Ja, und dazu muss man auch sagen, das Erste, was nach dem 8. Mai 1945 wirklich funktioniert hat, das war der Schwarzmarkt. Der war am 9. Mai sofort da. Kaum waren die Kampfhandlungen beendet, waren die Leute auf der Straße und haben angefangen zu handeln. Mit einem staatsfreien Geldsystem, mit Zigaretten. Mit Zigaretten wurden, weiß ich nicht, Schuhe, Mäntel, Kohle getauscht. Also das war das Erste, was wirklich funktioniert hat und was aus sich selbst heraus entstanden ist. Da musste kein Politiker hingehen und den Leuten sagen, so geht jetzt mal auf die Straße und fangt jetzt an zu tauschen, fangt jetzt an, Handel miteinander zu treiben. Nein, das haben die Leute von ganz alleine sind sie drauf gekommen. Und was ich auch immer lustig finde, also man sieht, also der Mensch
an sich, der ist wirklich so ein, wie soll ich sagen, so ein Händler. Er ist eigentlich wirklich Marktteilnehmer. Das sieht man immer, finde ich immer wunderbar. Ne? Ostern liegt ja jetzt hinter uns, Weihnachten liegt jetzt quasi kurz vor der Tür. Und was erfahren wir vom Karfreitag? Karfreitag ist hier alles dicht. Ja, du kannst nicht mal Brot kaufen, das ist ja ein stiller Feiertag. So, und was machen die Leute hier im Westen? Ja, die fahren alle nach Roermond. Ja, worüber freuen sich die Menschen? Über die verkaufsoffenen Sonntage. Ja, also es sind so Dinge, also man, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Wo ein Wille ist, ist Markt. Ein Weg. Und ja, man sieht ja, der Wille ist ja da. Der Wille nach alternativlos Markt, ist nur die Politik. Ne? Richtig, also, die da eingreift und die da sagt, hier, pass auf, heute ist Sonntag, heute darfst du schlicht und ergreifend deinen Laden nicht aufmachen. So, und ich wette, jetzt kommen bestimmt unter den Kommentaren, ja, was ist denn mit den armen Verkäuferinnen? Die müssen dann auch sonntags Der Vorwurf, der kommt natürlich immer und immer wieder, ne? Aber es gibt halt, das muss man einfach mal so sagen, im Prinzip laufen hier in Deutschland 24/7 die Betriebe weiter bis auf den, ich sag mal, Einzelhandel. Der Einzelhandel ist eigentlich eine Ausnahme. So, Krankenhäuser, Polizei, Feuerwehr, Industriebetriebe, die laufen rund um die Uhr. Ja, ein Aluminiumwerk macht am Wochenende nicht dicht. Ja, da gibt es Leute, die haben dann Sonntagsschichten, so, und die leben auch so. Die kriegen dann natürlich, oder einen Flughafen. Ja, das sind alles so Dinge, alles, also auch privatwirtschaftlicher Natur, alles, ja, wie gesagt, das sind Dinge, die laufen müssen und weiterlaufen. Und ich weiß nicht, aus welchem Grund man hingeht und sagt, der Einzelhandel, der darf jetzt am Sonntag nicht öffnen. Es gibt keinen rationalen Grund. Und es kann auch nicht sein, dass man jetzt hingeht und sagt, ja, die arme Verkäuferin, die müsste jetzt auch sonntags arbeiten. Müsste sie nicht. Sie würde nach wie vor 5 Tage die Woche arbeiten. Das ist wahrscheinlich die Lobbyarbeit der Kioskbesitzer. Wahrscheinlich. Wie, ne? Wer ist denn in Berlin? Spätis oder so. Genau. Ne? Ich meine, auch Restaurants haben sonntags auf. Auch Karfreitag. Ja, also, so, ich meine, ich weiß nicht, also das ist wirklich so ein Ding, wo man sieht, ey, komm. Dann hast du noch in Deutschland hast du natürlich noch so die besonders christliche Fraktion, die sagt, das geht ja gar nicht. Ja, nur der Witz, es ist in Amerika zum Beispiel weniger christlich geprägt, ja. Garantiert nicht. Ja, und da trotzdem kommen die nicht auf die Idee, dass für jeden gefälligst zu sein hat am Sonntag. Es gibt ja Leute, denen ist der Sonntag eben nicht heilig. Also wenn jemand der Sonntag heilig ist, dann geht er eben nicht arbeiten. Das findet man immer einen Weg, ja, auch mit amerikanischen Arbeitgebern, auch wenn man im Einzelhandel tätig ja. ist. Oder mit Kindern, ja. Also ich denke, man darf sich den Arbeitgeber nicht immer als geldgieriges Monstrum vorstellen, der darauf aus ist, hier seine Arbeiter auszubeuten. Ja, das ist sozialistische Kackscheißpropaganda. Entschuldigung. Ja. Komm, halbe Stunde rum. Also davon abgesehen ist es auch tatsächlich in Amerika nicht so. Du musst ja auch nicht aufhaben, auch als Geschäftsinhaber. Ja, ne? Ja. Du hast ja auch Geschäfte, die tatsächlich sonntags auch geschlossen haben. Ja, bitteschön, wunderbar. Ist doch nur die Frage, ob du dazu gezwungen wirst, von Staats wegen zuzumachen. Wie beim Lockdown, ne? So beim totalen Zumachen. Ja. Ja. Ja, wir müssen. Ja. Ich breche jetzt einfach mal ganz radikal. Der Staat ist eben immer ein Zerstörer. Ja, ich breche ab. Ja. Radikal. Gut, an gut, dieser gut, Stelle. Ich hoffe, dass. Jetzt hast du mich aber unterbrochen. Das musste sein. Mir wird jeder zustimmen, weil wir haben jetzt die erste halbe Stunde rum und so viel Zeit haben wir nämlich nicht mehr. Also die aktuellen Themen. Ich habe da sehr, sehr viel. Ja, also wir haben, ich weiß es nicht, keine Ahnung, wir haben immer noch die RKI-Files und wie die sich jetzt entwickeln und auch eine ganz, ganz interessante Entwicklung. Das ist, glaube ich, jetzt eher so ein Nebenthema. Ich weiß nicht, hast du es mitgekriegt mit diesem Interview bei News? Der Schuler hat nämlich den Vizepräsidenten der deutschen Polizeigewerkschaft Heiko Tegatz interviewt. So, und zum Thema Meinungsfreiheit oder was war das? Ja, so ähnlich. Also er hat, pass auf, ich zitiere mal, ja, ausdrücklich ja, sagte der Vizechef der deutschen Polizeigewerkschaft Heiko Tegatz auf die Frage, ob die, Achtung, jetzt kommt's, Bundesregierung der Polizei misstraut. Anders sei die Schaffung eines Polizeibeauftragten nicht zu erklären, sagt er im Gespräch bei Schuler fragt, was ist.
So, und das ist ja immer das, was wir hier auch immer mal wieder diskutieren. Also inwieweit bewegen wir uns hier eigentlich darauf zu, dass dieser Staat im Prinzip an Handlungsfähigkeit einbüßt, beziehungsweise nicht nur aus der Bevölkerung heraus an Rückhalt verliert. Also hier sehen wir ja aus dem System heraus eine deutliche Kritik, ja, und das in einem, ich sag mal, Alternativmedium, was jetzt hier laut wird, und der Mann traut sich offenbar etwas. Also weiß der Mann, dass er wohl in der Polizeigewerkschaft, ich glaube, er steht da für 50.000 Bundespolizisten oder sowas. Das ist aber wahrscheinlich nicht diese DGB-eigene Polizeigewerkschaft. Nein. Da gibt es, glaube ich, auch eine. Ich glaube, da gibt es auch eine, die ist ja eher linksradikal, so, aber ne, hier äußert sich mal jemand, der wirklich aus dem System herauskommt, und das Interview ist, glaube ich, soweit ich weiß, ziemlich sehenswert, kann man sich gerne mal angucken. Also er nimmt da auch kein Blatt vor den Mund. So, und dazu passend, ich habe vorhin auf dem Weg hierhin, also auf dem Weg ins Büro, habe ich eine WDR-Nachricht gehört, und da dachte ich auch wieder, ja, das passt ja wie Arsch auf Eimer. Ja, 400 Polizisten in ganz Deutschland stehen gerade unter Beobachtung, beziehungsweise haben jetzt ein Disziplinarverfahren anhängig, wegen rechtsextremistischer oder verschwörungsideologischer Umtriebe, sage ich mal, ja. So, also das ist jetzt so normal. Also da wird ja, wie du immer sagst, also der Beamtenapparat, der wird gesäubert, oder zumindest wird der Versuch unternommen, dass da gesäubert wird. Und ja, das passt dann natürlich auch zu der Aussage dieses Vizepräsidenten der Deutschen Polizeigewerkschaft, der da sagt, okay, ja, man hat offenkundig Angst vor uns. Man hat Angst vor den Polizisten, die hier, ich sag mal, wahrscheinlich noch nicht sehen, dass ihre Hauptaufgabe darin besteht, die derzeit amtierende Regierung vor irgendwelcher Kritik zu schützen. Ja, und nichts anderes ist das ja. So, ich vermute, dass sie da in Berlin aber schon sehr viel weiter sind, ne? Also da ist wahrscheinlich der Polizeiapparat schon sowas von linksextrem. Ich glaube, die Köpfe wurden wahrscheinlich an vielen Stellen schon entsprechend ausgewechselt. Da gab es ja vor ein paar Jahren mal so ein Kommentar von so einem Linkspolitiker, der da klar gesagt hat, ja, wir haben, glaube ich, gute Leute hier im Apparat, ne? Aber überall, ne, so auch so bei der Feuerwehr, bei der Polizei, beim Verfassungsschutz, ne, die versuchen es ja. So, aber man muss natürlich auch fragen, haben die überhaupt genug Personal, um wirklich alle Köpfe auszutauschen? Und da sage ich mal, okay, da sieht man hier und da ja noch, wie soll ich sagen, Anzeichen dafür, dass dem nicht so ist. Ja, weil ja hier immer noch. Naja, wenn sie jetzt 400 Leute markiert haben und die austauschen noch, dann sind sie wahrscheinlich schon weitgehend gesäubert. Das mögen ja, weiß ich nicht, ob die dann weitestgehend gesäubert sind. Das sind ja die auffällig geworden sind. Dann kommen die nächsten 400. Also man ist da doch schon beschäftigt, sage ich mal, die Leute auszusieben. Ja, aber die kriegst du ja auch nicht sofort ersetzt. Ne? Die sind dann erstmal nur weg. So, aber komplett weg sind sie natürlich auch nicht. Die sind ja immer noch da. Ne? Also nur sind sie halt keine Polizisten mehr. So, und was ich richtig, richtig gut fand. Das hat mich richtig von den Socken gehauen. Also wirklich richtig gehend von den Socken gehauen. Ich bin ja jetzt bei Twitter, bei X, ne, Einblendung jetzt. Ich bin auch bei Twitter. Ja, du bist aber nicht so oft. Ich bin nicht so häufig da. Aber ja, es macht wirklich Spaß. Aber ja, was ich da gefunden habe, das ist wirklich schon, wie sagt man das, schlägt dem Fass den Boden aus oder sowas. Und zwar hat die Deutsche Polizeigewerkschaft Zweigstelle Hamburg Folgendes gepostet. Pass auf, hört genau zu. Der Meinungsäußernde ist insbesondere auch nicht gehalten, die der Verfassung zugrunde liegenden Wertsetzungen zu teilen. Da das Grundgesetz zwar auf die Werteloyalität baut, diese aber nicht erzwingt. So, das ist aus einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 28.11.2011, und daraus hat eben diese Polizeigewerkschaft zitiert, und zwar jetzt am 2.4. Ja, und das ist ja schon mal so ein sehr, sehr deutlicher Seitenhieb in Richtung Innenministerium und in Richtung derer, die jetzt versuchen, sich der Beamten zu entledigen, die ihrer Meinung nach eine falsche Meinung haben, ne? Das ist, glaube ich, auch eine Antwort unter anderem auf Haldenwang, der ja ein unmögliches Interview jetzt wieder gegeben hat. Ja. Ne?
und sagt, Meinungsfreiheit sollte kein Vorwand sein, die falsche Meinung zu haben, so ungefähr. Ne? Also es ist unglaublich, was der Typ sich rausnimmt. Ne? Also, das ist an wirklich schärfster Missachtung der Verfassung, die er eigentlich schützen soll. Ne? Ja. Also selbst wenn man sich jetzt mal auf deren Seite stellt, hier, das ist ja unter aller Sau. Ne? Ja, also da fehlt eigentlich nichts mehr. Ne? Also der Mann ist komplett, durch. Man darf das nicht vergessen, wir haben es wirklich mit einem kommunistischen Putsch zu tun. Ne? Ja, ja. Wenn man sich so diese Figuren anschaut, hier Faeser, ne, Haldenwang, der Bundespräsident und so einige andere, die kommen aus dem Antifa-Milieu, da darf man sich nichts vormachen. Haldenwang? Oder der Haldenwang nicht direkt, aber macht sich da jetzt dienstbar. Aber Faeser schon. Ja, er glaubt zu wissen, woher der Wind weht, ne? Steinmeier hat für Kommunistisches Blatt geschrieben früher und so. Das ist also eine lange Karriere, ne? Ja, eine sehr, sehr lange. Ja, und diese Leute haben sich sozusagen der alten Bundesrepublik ermächtigt, ne? Ja. Oder sie, sag ich mal, sind immer noch dabei, den Versuch zu unternehmen. Also noch sehe ich da. Wie gesagt, gewisse Freiheiten, die wir genießen, noch sehe ich gewisse Möglichkeiten, die wir haben, dagegen zu opponieren. Ja, und noch ist nichts verloren. Nee, ist halt die Frage, ne? Wenn, was weiß ich, dieses Demokratiefördergesetz jetzt doch durchkommt, ne, dann wird noch die AfD verboten und ähnliches, ne, dann ist es für jeden offensichtlich und dann ist halt die Frage, was dann passiert, ne? Aber das hatten wir ja schon öfters, ist die Frage auch, was das Ausland dazu sagt, ne? Was sagen denn die amerikanischen Freunde dazu? Gute Frage. Das muss man abwarten, wenn es soweit ist. Ja. Ne? Und Donald J. Trump das Sagen hat. Ja. Hängen diese Gestalten seltsam in der Luft hier. Ja. Warum? Wie auch immer. Nee, wie gesagt, also das ist ja jetzt auch nur so ein Randthema. Das ist mir gerade so aufgefallen und ich dachte ja eigentlich, ja, Haldenwang. Und wo wir jetzt bei Haldenwang sind, ne? Verfassungsschutzpräsident Haldenwang hat ja einen Vorgänger und der hat ja ein denkwürdiges, und da sind wir jetzt beidseitig wirklich absolut geschockt, ja, also wirklich geschockt, ne? Also wir dachten, da geht eigentlich nichts mehr und wir dachten, das Thema Hans-Georg Maaßen sei jetzt eigentlich abgefrühstückt, ja, also die Werteunion wird nach unserer festen Überzeugung vermutlich nicht mehr allzu viel reißen, also auch die jüngsten Umfragen in den entsprechenden Bundesländern, wo die Partei sich anschickt, zur Wahl anzutreten. Also ich schwanke da tatsächlich immer noch so ein bisschen, aber jetzt dieses Interview, das er da dem Reitschuster gegeben hat, das ist ja nur Was hat er hat dann Krall und Otte vorgeworfen. Genau. Wie hat das genannt? Wer hat sich ausgedrückt? Gibt es da so ein schönes Wort? Konstatiert, ne? Konstatierte. Also im Prinzip sie hätten vorbereitet und mutwillig der Werteunion schaden wollen, kurz nach der Gründung zu verkünden, die Werteunion ist es nicht. Ja. Ne? Und also das war nun eindeutig, sowohl bei Otte und als auch bei Krall, und das definitiv unabhängig voneinander, eine Reaktion auf Dinge, die von dieser neuen Werteunion-Führung kamen. Mhm. Ja, anstatt da mal sich selbst zu hinterfragen und zu mal überlegen, haben wir da alles richtig gemacht, sagt er jetzt, ja, okay, wir haben verkackt, aber das sind jetzt alles Krall und Otte schuld. Das ist also, ja, muss man erstmal drauf kommen, ne? Also das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Also wirklich, also da habe ich gedacht so, okay, also es deutet sich, also ich sag mal, diese Aussage deutet ja doch sehr darauf hin, dass das Hans-Georg Maaßen wirklich in einer, ich weiß nicht. In welcher Welt er lebt, ne? Ja, also ich wollte jetzt sagen, also dass er ja nun doch wirklich von Leuten umgeben zu sein scheint, die ihm da irgendwelche Flöhe ins Ohr setzen. Also Hans-Georg Maaßen hat sich ja insbesondere im letzten Jahr und auch davor, hat er sich ja wirklich durch Äußerungen hervorgetan, wo man sich gefragt hat, so mein Gott, der Mann, der kommt wirklich aus den tiefsten Tiefen des Systems und hat doch so viel Erkenntnis gewinnen können, also auch so viel kritische Erkenntnis bezüglich des Staatsapparats als solchem. Und der äußert jetzt wirklich so einen hanebüchenen Unsinn, also wirklich Unsinn, also wo er eigentlich selber drauf kommen müsste, dass das, was er da jetzt von sich gibt, also absolut, naja, weder Hand noch Fuß hat. Also das lässt sich ja durch nichts begründen. Ja, also ich meine, er
wird ja wohl, ja, das ist jetzt die Frage, ne? Also ich meine, inwieweit ist dieser Mann selbstkritisch oder ist ihm das Selbstkritik vollkommen abhanden gekommen? Ich weiß es nicht. Haben wir, glaube ich, letztes Mal schon vermutet, dass er sich offenbar, es gibt ja so Leute, die sich notorisch immer mit den falschen Leuten umgeben, ne? Ja. Und ja, vielleicht ist er so einer, ne? Also dann hat er aber wirklich... Also er hat ja auch, also man muss sich das vorstellen, die Werteunion als Verein hat gesagt, wir werden jetzt Partei. Ja. Ne? So, und dann tritt er auf so ein Schiff mit handverlesenen Leuten, die er selber einlädt, und zwar nur ein paar, die eingeladen wurden, hätten viel mehr aufs Schiff gepasst, sagt aber, ah, da war ja nur ein kleines Schiff, wir konnten auch nicht mehr, hätten aber ungefähr dreimal so viel drauf gepasst, aber das ist schon mal die erste Lüge, ne? So, und sagt dann, ja, wir konnten aber nur mit ein paar Leuten, und da waren dann Leute dabei, die waren gar nicht in dem Verein, unter anderem hier dieser Stellvertreter Mitch, der war gar nicht, der war zwar mal Vorsitzender wie Otte, bei Otte legen sie sehr viel Wert darauf, der war ja gar nicht mehr, dabei war der noch Mitglied im Verein, aber dieser Mitch war ausgetreten, so. Und der ist auf einmal, wird er diesen Mitgliedern des Vereins Werteunion, die selber nicht aufgenommen werden, die jetzt 14 Monate warten sollen und sich überprüfen lassen sollen, bis sie Mitglieder werden. Weiß gar nicht, die haben ja immer noch nur 40 Mitglieder oder so. Was soll das? Und diese paar handverlesene Mitglieder, die eben teilweise von ganz woanders hergeholt wurden, die sollen jetzt darüber entscheiden, wie langjährige Vereinsmitglieder der Werteunion, ob sie dann nach 14 Monaten aufgenommen werden oder nicht. Das ist ja völlig entgegen dem, was da in Erfurt von der Werteunion eigentlich beschlossen wurde. Und darüber haben sich Otte und Krall zu Recht aufgeregt, ne? Das war eine Reaktion, ja, und dann zu sagen, ja, die wollten der Werteunion von Anfang an schaden, das haben die sich genau überlegt, das deutet er ja an, die haben sich genau überlegt, kurz nach der Gründung, das ist der richtige Zeitpunkt zuzuschlagen und so weiter. Also irre, ne? Absolut irre, was geht in dem Mann vor, ne? Ja, ja. Und dann, wie gesagt, dann hat er dann so einen Mitch mit rangeholt, der Mitch, das Erste, was er sagt im Interview, auf dem Schiff wohl noch, ne, hat dann gesagt, ja, mit der AfD, also in Thüringen und im Bund auf keinen Fall. Mhm. Ne? Also dafür wurde aber doch die Werteunion gegründet als Koalitionspartner für die AfD. Ne? Ja. Also nur das hätte ja Sinn gemacht. Stattdessen Premium-Partnerschaft. Ja. Nee, also die Werteunion ist es auch nicht wert, nochmal darüber zu sprechen, nee, aber das, man fragt sich wirklich, was geht in so einem Maßen vor? Du musst ja mal überlegen, das Interview geht ja, ich habe auch nur dieses Reaktionsvideo gesehen, haben wir ja darüber gesprochen, wo aber ja immer Ausschnitte aus dem eigentlichen Video von Reitschuster mit Maßen kamen. Und dann sagt er ja, und dann hat, glaube ich, der Reitschuster zurückgefragt, ja, warum machen denn diese Leute das, ne? Also hier angeblich hier Krall und Otte und so. Ja, da muss man die Leute dann fragen oder vielleicht vernehmen. Also da sagt er echt, die muss man vernehmen. Muss man sich mal vorstellen. Ja, einmal Dienst, immer Dienst. Einmal Dienst, immer Dienst. Und der Witz ist, ich muss echt sagen, also gleichzeitig, ne, ich hatte vorher noch ein Interview, wo war der denn vorher? In seinem eigenen, auf dem eigenen Kanal hier von, haben wir doch von... Werteunion. Ja, genau. Mit dem Klaus Kelle. Mit dem Klaus Kelle, genau, ja. Und da habe ich gedacht so, ja, weitestgehend, wenn der sowas sagt, ist das wirklich sehr vernünftig. Und oft kann man dem echt zustimmen, ne? Und ich glaube, es auch, ich nehme dem auch ab, dass er wirklich auch seinen Hayek und so in den ganzen letzten zwei Jahren gelesen hat, ne? Und sich auch echt damit beschäftigt hat, ne? Und aber so, und dann bringt der solche Klöpse. Offenbar überhaupt nicht kritikfähig. Versteht auch gar nicht, was er falsch gemacht hat. Dass er sich mit den falschen Leuten umgibt. Und wie kann man das, keine Ahnung, wie man das bewerten kann. Vielleicht ist er auch nur Autist. Weiß ich nicht. Bringt man es denn sonst zum Spitzenbeamten, wenn man nicht gerade voll Autist ist? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall spannend gewesen, das zu beobachten. Und ich glaube nach wie vor, es wird spannend bleiben, was die Werteunion angeht. Aber die muss jetzt natürlich erstmal. Glaubst du, dass die je aus ihrem 1% rauskommen? Ich bin gespannt, was da noch kommt oder ob da was kommt. Also das, ich habe die noch nicht hundertprozentig abgeschrieben. Ja, aber dann müssten doch wirklich diese lange von uns früher herbei orakelten Promis kommen. Ja, die kommen doch jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, was da kommt. Wie gesagt, das ist... Nach dem, was war, kommt doch da keiner mehr. Ich weiß es nicht. Also ich sag mal, abgeschrieben habe ich sie... jetzt erstmal mittelfristig, ne? Aber ob sich daraus noch was entwickelt, ne? Die treten jetzt zur Europawahl schon gar nicht an. Ja. Das hat er ja auch schon, weil er so lange gezögert hat, ne? Das war ja auch so ein Ding, ne? Ja. So, und jetzt sind sie dann bei diesen drei Landtagswahlen, wo sie eigentlich gar keine Mitglieder haben, weil sie die auch gar nicht haben wollen, weil sie alle fünfmal chemisch überprüfen wollen. Ja. So, ohne Mitglieder treten sie jetzt in drei Ländern im Osten an. Ja, mit welcher Perspektive? Ja, und dann nicht mal zu sagen, wir sind aber der natürliche und klare Koalitionspartner der AfD, um neue Mehrheiten zu schaffen. Nein, 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 sondern nur CDU, Premium-Partner und so. Also,
Für wen soll denn das attraktiv sein? Ja, für niemanden. Aber vielleicht kommt ja Maaßen auch irgendwann mal da drauf, dass er sich mit den falschen Leuten umgeben hat. Man weiß es ja nicht. Also allein die Tatsache, dass er ja in den letzten Jahren so viel Positives geliefert hat, lässt mich dann irgendwo doch noch glauben, ja, vielleicht ist da ja noch so ein Funken Restverstand und vielleicht auch Anstand und vielleicht, ganz vielleicht, auch wenn er jetzt gerade absolut nicht den Schluss zulässt, vielleicht kommt dann irgendwann einmal auch so ein selbstkritischer Gedanke nach dem Motto so, ja, jetzt haben wir das gemacht, was mir meine Leute hier empfohlen haben und da sind wir gelandet bei unter 0,01%. Ja, aber dann ist es doch zu spät. Wenn du einmal mit so einer kleinen Partei gestartet bist und in diesem 0,1%-Bereich bist oder vielleicht im 1%-Bereich im Fall der Werteunion, da kommst du nicht mehr so einfach raus. Das wissen wir alle nicht. Beispiel PDV. PDV. Die PDV. Ich hab gehört, da ist ein Bundestagsabgeordneter jetzt frei geworden. Da müssen wir nicht mal wieder eine Empfehlung abgeben. Ja, richtig. Die PDV, erst einmal an dieser Stelle, wir hatten ja letzten Donnerstag, haben wir ja schon verkündet, dass die PDV verkündet hat, dass sie genug Unterstützungsunterschriften zusammenbekommen hat für die Teilnahme an der Europawahl. Und das wurde jetzt tatsächlich am vergangenen Freitag bestätigt. Also die PDV, die Partei der Vernunft, steht jetzt auf dem Wahlzettel. Zum ersten Mal bundesweit, und ich weiß. Zur Europawahl, jawohl. Wir erwarten alles, ja. Ja. Also insbesondere, die dürfen ja jetzt sozusagen kostenlos im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Wahlwerbesendungen machen. Ne? Ja. Und da erwarten wir alles. Ja, unter anderem, dass dort mein wundervolles Lied Steuern sind Raub verwendet wird. Vielleicht erwarten wir ja auch Markus Krall mit einem, schauen wir mal. Ja, ne? ja das mit einer Wahlempfehlung. Wir sagen es ja die ganze, Zeit, Markus Krall und die Partei Vernunft, das gehört zusammen. So, und dann hast du mir doch heute Morgen noch erzählt, den ich gar nicht so kannte, ein AfD-Bundestagsabgeordneter ist gerade frisch ausgetreten. Ja, Thomas Seitz ist ausgetreten aus der AfD. So, und Thomas Seitz hat, ich habe dieses Video gesehen. Er ist letzte Woche, glaube ich, zum 31. März ist er aus der AfD ausgetreten. Und ja, wie gesagt, da gibt es ein entsprechendes Erklärvideo von Thomas Seitz selbst. Bei YouTube, da hat er halt dargelegt, warum er die Partei verlassen hat. So, und er hat dann eben darauf verwiesen, dass es doch innerhalb der Partei, also innerhalb der AfD, auch schon seit längerem, wie soll man sagen, gewisse Entwicklungen gibt, die darauf schließen lassen, dass sich die AfD wohl in Teilen auch so entwickelt, wie es die Etablierten getan haben. Also da kommt es zu diesem üblichen Geklüngel, ja, also Geklüngel im Sinne von, also da werden Posten verschachert und so weiter. Das Video ist ja meiner Meinung nach sehr zu empfehlen und da ist dir selbstverständlich. Das fand ich auch gar nicht schlecht. Also Thomas Seitz hat in seinem Video dann auch sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass er ja auch einer in Anführungsstrichen von uns ist, also glaubt oder der Meinung ist, ja, man müsse doch den Staat zurückfahren. Ja, also er ist jetzt nicht der Meinung, dass der Staat hier und da diese ganzen Aufgaben, die er an sich gerissen hat, beibehalten sollte. Also er ist da wohl auf dem mindestens liberal, konservativ-liberalen Dampfer unterwegs, wenn nicht gar auf dem libertären. Und da ist uns oder ihm sogar die Idee gekommen, also wenn Thomas Seitz das jetzt hier sieht, warum nicht einfach der Partei der Vernunft? Ja, jetzt stellen wir uns mal vor, die Partei der Vernunft hat dann einen Bundestagsabgeordneten. Ja. Hätte vielleicht Markus Krall als prominentes Aushängeschild und tritt dann bundesweit zur Wahl an. Boah, ey, das wäre so cool. Also wäre doch mal lustig. Ich könnte mir nichts Lustigeres vorstellen. Ich meine, letzten Endes, wir schwurbeln hier. Wir schwurbeln mal ein bisschen. Wir schwurbeln die ganze Zeit. Ich glaube, deswegen gucken Sie sich das hier ja auch an. Aber allein diese Vorstellung, ja, ein Markus Krall, der jetzt bei Twitter hat er ja schon über 170.000 Follower, also in den letzten paar Wochen dann nochmal irgendwie 30.000, 40.000 dazu bekommen. Also Markus Krall Reichweite wächst und wächst und wächst so und auch die Reputation von Markus Krall ist ja, ich sag mal, auch in unseren Kreisen enorm gut. Und wenn man
die Partei der Vernunft dann gewissermaßen als, ja, ich meine, gut, das Bett ist noch nicht wirklich gemacht, aber das Bettgestell, das steht immerhin, ja, um es mal so zu formulieren. Also wenn dieses Bettgestell dann genutzt werden würde, ja, um die Idee des Libertarismus nach vorne zu bringen, ja, das würde ja wirklich allen zugutekommen, allen, die sich daran auch beteiligen, glaube ich. Ja, also ne, man muss jetzt einfach mal so rumspinnen, ne? Und wir hatten ja auch diese Frage hier, wie wir zur Demokratie und Wahlen und dem ganzen Zeug stehen. Natürlich selbstkritisch, natürlich überaus kritisch, nicht selbstkritisch, kritisch. Also wir halten da wenig von, ne? Betonen wir ja immer wieder. Aber was wir auch immer wieder sagen, wenn man die Gelegenheit hat, libertäre Ideen an den Mann zu bringen, ja, also libertäre Gedanken überhaupt erstmal nach außen zu senden, dann ist, da sage ich es ganz klar und deutlich, da ist jedes Mittel recht. Ja, also man muss ja nicht davon ausgehen, dass die Partei der Vernunft übermorgen schon die 5%-Hürde knackt. Nein, darum geht es ja gar nicht. Aber die Partei der Vernunft würde allein dadurch, dass sie mit eben diesem entsprechenden Personal in die Öffentlichkeit treten würde, wahrgenommen werden. Und mit der Wahrnehmung der Partei der Vernunft würde natürlich auch die Idee transportiert werden. Also das wäre, wie gesagt, eine Möglichkeit, deswegen bin ich damals auch der PDV beigetreten, eine Möglichkeit als Partei die Idee zu transportieren. Also so gewissermaßen als Trittbrett. Ja, ich hatte jetzt am Montag hatte ich ein Gespräch beim Harlekin, ne, da war ich dann mit dem Michael Werner und dem Manuel Barkau zusammen dort. Ja, vielleicht auch Einblendung jetzt, ne? Kann man das Video verlinken von mir aus. Und da haben wir uns auch über Propaganda unterhalten. Also was wir Libertären denn noch unternehmen können, um die Idee, also um den Libertarismus halt an die Leute zu bringen, um Anarchokapitalismus, Libertarismus schmackhaft zu machen. Und da ist es natürlich so, es ist ja momentan tatsächlich so, dass 90% dessen, was von Libertären kommt, an, ich sag mal, Öffentlichkeitsarbeit, tatsächlich nur 10% der Menschen anspricht, um jetzt hier mal so, ich sag mal, die Zahlen sind nicht gesetzt, aber so kommt es einem ungefähr vor. Also wie gesagt, wir halten viele Reden, wir publizieren, wir schreiben Texte, wir machen solche Videos, wobei dieses Video schon eher so in die andere Richtung fällt. Also das ist ja schon mehr Unterhaltung, ne? So, aber diese 90%, die sprechen Sach halt an. Ich glaube schon, also ich glaube die Leute fühlen sich doch unterhalten hier, ne? Nee, auf jeden Fall, wie gesagt, also die Öffentlichkeitsarbeit besteht ja hauptsächlich darin, dass man hier verkopft und intellektuell rüberkommt, viel erklärt, so wie wir das jetzt eigentlich auch machen. Und die Unterhaltung, die kommt halt zu wenig. Ja, also es fehlen, wie gesagt, libertäre Lieder, libertäre Filme, libertäre Comedians, libertäre, wie gesagt, es fehlt tatsächlich sowas wie eine libertäre Unterhaltungsindustrie, die auch ein libertäres, wie soll ich sagen, ja, nicht Weltbild, einen libertären Lifestyle in dem Sinne transportiert. Das gehört alles dazu. So, man wird für die Masse natürlich erst dann greifbar, wenn man auch menschlich in Erscheinung tritt und auch sympathisch und auch liebenswert und so weiter. Also, und daran müssen wir halt arbeiten. Und wie gesagt, so eine Parteigründung bietet da die entsprechenden, beziehungsweise nicht nur eine Parteigründung, sondern auch Parteiarbeit in diesem Sinne, bietet da gewisse Möglichkeiten, dass gewisse Leute ja auch mit Hilfe der zwangsgebührenfinanzierten Propagandasender in Erscheinung treten können. Ja, wie gesagt, wenn man nicht der Meinung ist, dass das ein Grundwiderspruch in sich ist, ja. Politik und mit der eine streng genommen antipolitische Idee wie die Libertäre durch Politik herüberzubringen, ist ein Selbstwiderspruch. Und da kann man sagen, okay, schadet das am Ende eher der puristischen Idee. Ne? Ich glaube, also da spricht auch viel dafür, das zu sagen. Aber ich würde auch sagen, lasst 1000 Blumen blühen, versucht's auf diesem Weg, versucht's auf anderen Weg. Und wer das auf diesem Weg versuchen möchte, soll es tun. Und was Milei jetzt in Argentinien macht, ist auch Politik. Und also bisher, glaube ich, hat er der libertären Idee nicht geschadet, sondern eher genützt. Ne? So könnte es bei der PDV auch laufen. Er hat immerhin dafür gesorgt, dass ein paar Leute ich überhaupt... Ich finde das ganz nett. Ja. Die haben, glaube ich, auch ein neues Logo jetzt, ne, in schwarz-gelb, ja. Statt früher mit dem Blau. Hier, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja, ja.
Und die haben so ein Einleiten auf ihrer Website, weil ich jetzt mal geguckt habe, haben die irgendwas zum Wahlantritt geschrieben, haben auf ihrer Website mal so geschrieben, ja, hier, warum eigentlich Partei der Vernunft, ne? Weil wir, jetzt habe ich es nicht genau im Kopf, weil wir glauben, dass es vernünftiger ist, dass jeder für sich entscheidet und vernünftigere Entscheidungen trifft, als dass die Politik für einen tun kann. Ne? Das ist eigentlich ganz nett erklärt so, ne? Ja. Deswegen fand ich ganz gut. Ja. Und wenn sie das so weitermachen und wenn sie das auch im Wahlkampf rüberbringen, warum nicht die Idee also auch auf diesem Wege mitverbreiten helfen? Sehr ja, es geht ja. Und dann, also dann, ich sag mal, wie gesagt, der Faktor Krall, ne, Markus, wenn du das hier sehen solltest oder darauf hingewiesen wirst, es hätte schon was. Weißt du was, ich hatte neulich eine Idee, wirklich eine total geile Idee. Ich habe auch deswegen schon den Helge angeschrieben. Du weißt ja, Helge ist ja neben seiner Bierbrauer-Tätigkeit auch noch als Schmied. Ja. Aktiv. Und da dachte ich, guck mal, Milley hatte ja seine Kettensäge, so als Symbol, ja, und in Deutschland heißt es ja, die Streitaxt, heißt es ja, die Axt an Dinge anlegen, wenn man Dinge reduzieren will. Das stimmt. Also, mit der Axt an den Staat. Mit der Axt an den, also Markus Krall. Mit der Axt an den Staat. Markus Krall braucht unbedingt eine Axt. Hey. Keine Ahnung, vielleicht mit PDV-Logo oder sowas. Ja. Und mit so einem Millet-Kopf oben. So eine Axt, die Markus Krall dann immer mit sich führen kann, wenn er öffentlich Auftritte hat. Wäre das nicht lustig? Ich glaube, das würde immerhin für Aufmerksamkeit sorgen. Ja, Helge, wir wollten telefonieren. Wir sind bisher noch nicht dazu gekommen, aber darüber könnte man doch mal nachdenken, oder? Sehr schön. Ist das nicht eine Idee? Sag mal, weißt du, was mir gerade einfällt? Weil wir heute nicht so lange, nicht so viel Zeit haben, leider. Ja. Was mir einfällt, was immer ganz wichtig ist, wir sind ja Kapitalisten. Ja, wir machen immer. Hast du dir Notizen gemacht? Natürlich habe ich mir Notizen gemacht. Und zwar mit einem Hörnerstift? Mit einem Hörnerstift, natürlich. Wie denn? Ich das immer tue. Denn Freiheit schreibt man mit Hörner. Ja, war schon mal besser, aber ja, war ja, auch ja, ganz aber gut. Ich glaub, wir geben ja immer für die Werbekunden geben wir alles. Ne? Also diese wunderbaren Stifte, diese und andere, können Sie käuflich erwerben, bekommen sogar noch, weil Sie als treue Zuschauer des Dachdecken, du jetzt 10% Rabatt, unglaublich, bei Hörner, bei der Hörner Group. Wenn Sie Freiheit 10 bei Bemerkung eintragen und vorher den Link anklicken, den wir jetzt einblenden, durch Einblendung jetzt, ist das richtig? Ja, Einblendung Mats jetzt. Ab. Ja, so, genau. Da können Sie also diese wunderbaren, schreiben wie von selbst, wirklich, ganz toll. Ich habe ja neulich Probleme gehabt, den Weinhändler auszusprechen, der uns diese wundervollen Weine, die immer noch hier stehen, zugeschickt hat, die wir Weihnachten verkosten werden. Es heißt Quefri, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Quefri Vino. Ach, das ist wahrscheinlich georgisch dann. Ja. Georgisch, genau. Ach, sehr also, schön, ja. So wie man Kuh ausspricht, also Que und dann Fri. Free, Quefri. Ich weiß nicht, habe ich das jetzt richtig gemacht? Gregor, antworte mir. Wie gesagt, da können Sie den Stoff bestellen, den wir zu Weihnachten verkosten werden. Ne? Also mich würde ja wirklich mal so eine rote, ein trockener Roter mit so echten alten georgischen Reben interessieren. Ja. Wenn er da noch eine erübrigen kann, würde ich dann auch hier live vor der Kamera verkünden, wie der so schmeckt. Das können wir dann ja hier verkosten. Ne, machen wir mal den Horst Lüning hier. Ja, so dezent. Ja. Damit das hier noch sendbar bleibt. Schön. Ja, was machen wir denn sonst noch für Werbung? Ach ja, neben dem Stammtisch, der nächste Woche stattfinden wird, wissen wir alle, heute ist der letzte Tag, an dem Sie vom Frühbucherrabatt. Nein, echt? Schon? Ich glaube schon, heute ist der vierte. Ja, oder war das bis zum 4.? Oder bis zum 31. Sollen wir nochmal verlängern? Dann kannst du das noch einstellen. Ich kann das noch, das müsste Chris einstellen. Oder yes. Ich... Ja, das kann man irgendwo. Das kann der Chris oder ich? Das kann, glaube ich, auch unten der Sascha. Der muss nämlich dann irgendwo auf diese Seite gehen, ja. Weil ich jetzt gleich weg bin. Ja. Konferenz, EF-Konferenz auf Usedom vom 15. bis zum 17. November. Das Thema steht noch nicht fest, aber wir arbeiten daran an einem, ja, möglichst. Schreiben Sie als Bemerkung drunter, falls Sie bestellen. Ja. Dachtheke. Ja. Super Frühbucherrabatt. Ja. Für Sie und nur für Sie noch mal 2 Tage verlängert. Genau. Ja? So ist es. Ist das ein Angebot? Das ist ein Angebot.
Also um 2 Tage verlängert jetzt, ja. Sage ich dann auch noch, ja, wobei, dann kann ich das ja einfach so. Dann wird einfach der Preis stillschweigend um, ich glaube, 100 Euro nochmal reduziert. 50. Nee, 100, glaube ich, diesmal. 100? Hm. Wie ja, dem dies, auch diesmal sei. 100. Ja, 100, bist du sicher? Ja, ziemlich. Ja, wenn das so ist. Wie gesagt, EF-Konferenz vom 15. bis zum 17. November. Also die ersten 20 Plätze sind schon belegt, glaube ich, ne? Das Angebot ist streng limitiert. Limitierter ja. als Bitcoin, der ja gerade durch die Decke geht. Ansonsten. Silber ist gestern, glaube ich, extrem gestiegen. Ja, und irgendwo Gold. Gelesen. Gold auch? Ja, ja, unglaublich. Also 2.100 Euro. Ich denke, es geht doch jetzt los. Wundervoll. Das Finanzsystem bricht zusammen. Und solange sie noch etwas von diesen Shitcoins, ich glaube, Euro nennt man das, haben. Geben Sie das Geld gerne aus, wie gesagt, für dieses wundervolle Buch aus dem Lichtschlag Buchverlag. Der gar nicht so wilde Westen. Oh. Wie viel hast du noch? Ja, höchstens 5 Minuten. Höchstens 5 Minuten. Wir haben jetzt kurz vor 1. Ja, 10 Minuten. 10 Minuten. Ja, dann noch für die Bücher sind bei dir. Können wir noch was Inhaltliches sagen? Ach so, inhaltlich können wir auch noch kommen. Haben wir noch was? Ja, also grundsätzlich, ja, also ich hab mir jetzt hier dieses Thema aufgeschrieben, was ich sehr, sehr interessant finde. Wir haben da zwei, wo ist jetzt mein Blatt, ich hab's verlegt. Ach nee, da ist es ja, ich hab's nur zusammengefaltet, was ich ja hochinteressant finde. Das sind ja diese Entwicklungen, die sich da hervortun bezüglich der RKI-Files, ne? Die machen ja jetzt gerade die Runde und ich sage dir, da könnte wirklich noch was draus erwachsen. So, jetzt habe ich vorhin, ich denke, ich falle wieder vom Stuhl, ne? Es gibt jetzt so eine Initiative, Together for Fact News. Ja, da heißt es, warum wir die Initiative ergreifen. Achtung, die Initiative Together for Fact News möchte sich für einen evidenzbasierten Journalismus über Wissenschaft stark machen. Wir sind überzeugt, dass nur eine unabhängige Einordnung von wissenschaftlichem Wissen durch guten Journalismus Vertrauen schafft. Ja, deshalb regen wir Forschende an, mit ihrer Expertise öffentliche Diskurse zu bereichern und stärken guten Journalismus über Wissenschaft in den Medien. Ja, der gute Journalismus, der uns zu Beginn der Corona-Pandemie ja so begleitet hat. Beispiel für guten Journalismus ist übrigens jetzt, macht gerade die Runde, hast du bestimmt auch gesehen auf X, dieser neue Film von dem Engländer über Klima. Ja, den muss ich mir mal angucken. The Film oder so. Ja, ja, genau, Climate the Film. Climate the Film. Ja, ja. Unbedingt, kann man den auch verlinken? Bestimmt. Einblendung jetzt, Mats ab. Also der ist, ich habe auch nur die erste Hälfte bisher gesehen, ist wirklich sehr, sehr gut. Ja. Wurde auch von Markus Krall schon empfohlen. Dann muss er gut sein. Ja, also. Ne? Also wenn man mal sich mit Wissenschaft beschäftigen will, ne? Dann zum Beispiel mit diesem Film. Ne? Jetzt hast du mich wieder unterbrochen, weil ich war nämlich noch gar nicht fertig. Also was das Witzige ist, wer ich soll dich ja nicht so oft unterbrechen, ja, habe ich gehört. Ich auch. Sehen die Leute nicht so gern. Aber es stimmt ja, ne? Es ist ja wirklich eine schlimme Angewohnheit von mir, es stimmt ja. Und Asche auf mein Kopf, es stimmt ja alles. Nur, wenn ich dich nicht so ab und zu unterbrechen würde, ja, dann würdest du hier die komplette Sendung durcherzählen und dann wäre es kein Duett mehr. Versuche ja nur das Format zu retten. Da hat er nicht ganz Unrecht, meine Damen und Herren. Aber danke trotzdem für ihre Kommentare diesbezüglich. Nee, worauf ich hinaus wollte, wer ist denn da Mitglied in dieser Initiative? Ja, wahrscheinlich alle Verdächtigen. Alle Verdächtigen. Alle wissenschaftlich Verdächtigen. Also Hirschhausen ist natürlich vorne mit dabei. Drosten ist natürlich vorne mit dabei. Millet oder wie die da. Nee, wie Millet? Nee, diese. Du hast heute schon mal Millet dazu gesagt. Nee, Milai oder diese eine asiatische Dame, die sich da immer so hervorgetan hat in den öffentlich-rechtlichen Medien, die da auch bei Funk aktiv ist und so weiter, die ist natürlich mit dabei und selbstverständlich auch diese, wie heißt die nochmal, Brücks oder so, die vom Ethikrat, ja doch, auch sie ist dabei und sie alle
treten jetzt ein für einen evidenzbasierten Journalismus in. Also so ähnlich ist ja auch, jetzt gibt es eine Initiative öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren. Ne? Ja, das ist das Allergeilste. Da habe ich mir nämlich hier also auch. Da muss ich ja sagen, jetzt ein klein bisschen Kritik an, an den Kollegen in den alternativen Medien. Ja, ne? Da fahren sie jetzt alle voll drauf ab. Ne? Ja. Boah, toll, eine Initiative jetzt. Wir müssen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren, weil damit der wieder neutral wird und so. Ne? Bullshit. Ja, das ist das ganze Ding gehört Unsinn. Abgetrieben, abgeschafft. Ja, Weg damit. Zwangsgebühren komplett. Braucht keiner und schon gar nicht für öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und man kann ja auch mal sehen, also dass wirklich heute im Jahr 2024 noch überhaupt diese Institution, da muss ich auch sagen, unser Freund Carlos Gebauer, da muss ich auch mal Kritik üben. Ne? Der hat zuletzt auch in irgendeinem Interview, hat er auch viele an, ja, öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren. Ja, Bullshit. Dass einer im Jahr 2024 auf die Idee kommen kann, diesen Unsinn zu reformieren, ja, der damals damit begründet wurde, wo er eingeführt wurde, dass eine Frequenzknappheit war. Das war natürlich damals wirklich der Fall. Ne? Mhm. Die hatten halt nur so ein paar Frequenzen, worauf die gesendet haben, haben gesagt, okay, wie machen wir das jetzt? Ja, müssen wir das staatlich verwalten und deswegen geht das nicht. Ja, wir haben aber keine Frequenzknappheit mehr, ja. Also dafür, warum überhaupt dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk ins Leben gerufen wurde, der Grund ist lange entfallen. Ja? Also wir brauchen auch keine Staatspresse, das funktioniert doch alles so. Und es gibt auch nicht die Meinung, es gibt auch keine neutrale Meinung. Also schon diese Auffassung, man könnte jetzt irgendwie einen neutralen Rundfunk machen, es gibt nirgendwo eine neutrale Position. Völliger Unsinn. Das Ganze lebt davon, dass man verschiedene Angebote hat und dann abwägen kann als Zuschauer. Okay, der sagt das, dann bilde ich mir meine Meinung. Das ist Medien, dafür sind Medien da. Genau. Und nicht irgendwie, dass einer jetzt da für alle eine neutrale, angeblich neutrale Meinung in die Welt setzt. Genau. Was für ein Bullshit. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten eine Frequenz. Ja. Wie sich dieses Land hier verändern würde innerhalb kürzester Zeit. Aber wissen Sie, auch Sie können dazu beitragen, dass sich dieses Format hier verbreitet wie nur was. Ich finde, das hast du sehr schön gesagt. Ja, also da muss nur, ich mich Leute jetzt auch mal ein bisschen aufregen. Da hat er sich auch mal aufgeregt. Ja. Fand ich auch gut. War eine tolle Ansprache. Also kein Mensch braucht diesen Quatsch. Also und noch viel weniger braucht es irgendwelche Zensurbehörden, die einem vorschreiben, was hier überhaupt gesendet werden darf und was nicht. Stichwort hier auf 1, die da jetzt ja irgendwo eine Strafe gekriegt haben, 100, 200.000 oder sowas. Das ist alles, gehört weg. Alles weg. Ja, also jeder sollte sagen, schreiben, senden dürfen, was er will. Und es gibt nichts, aber wirklich gar nichts, was dort staatlich reglementiert oder zensiert gehört. Also gar nichts. Überhaupt nichts. So, und über diese Frequenzen würde dann wahrscheinlich der Markt entscheiden, ja. Aber wie gesagt, wer sendet denn noch über terrestrische hier Antennen? Macht doch keiner. Ich weiß es nicht. Ne? So, du hast ja schon auf Satelliten ließ sich das ja schon, das ist ja auch schon wieder 50 Jahre her. Mit dieser Satellitentechnik hattest du ja dann schon mehrere hundert oder tausend Sender. Das hätte ja schon alles privat geregelt werden können. Da sind ja auch genug Privatsender drauf. Da brauchst du wirklich keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr. Also weg. Einfach weg. Also, und ob die jetzt diese Meinung haben, wie jetzt, klar ist die schlimm, die ist besonders schlimm, weil sie auch noch super, super extrem ist, ja. Aber ich sage, jede andere Meinung, die vertreten, einheitlich, wäre genauso bekloppt. Ja. Und Carlos, glaube ich, dann in diesem besagten Interview hat dann auch noch gesagt, ja, man sollte das einklagen können. Wir als Verbraucher sollten dann den Klageweg und sollten dann irgendwelche Übersendungen klagen können. Ja, also hallo? Nee. Geht's also, noch? Das würde dem Staat ja wieder Legitimität verleihen. Und das wollen wir ja an keiner Stelle. Ja, und was ich auch sehr schön fand, Stichwort RKI. Wir waren ja gerade noch dabei. Das passt jetzt eigentlich gar nicht mehr. Nee, komm, lass mal das. Also das ganze Ding fort damit, ne? Das ganze Ding fort damit. Ich weiß nicht, habe ich noch Notizen? Ich glaube nicht. Meine Damen und Herren, ich glaube, ich bin soweit mit meinen Notizen von Hörner durch. worauf wollte ich hinaus? Ja, sorry, Herr Lichtschlag hat es eilig, muss jetzt, wohin muss er eigentlich? Meine Tochter hat Geburtstag. Ach so, okay. Das ist mal ein Grund, ja. Das kann man verstehen. Wir haben trotzdem alles gegeben. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, dann freuen wir uns selbstverständlich auch über Ihre Unterstützung. Und das können Sie am allerbesten, indem Sie auf unser Heimatportal gehen, nämlich die freiheitsfunken.info. Da gibt es nicht nur hier dieses Dachtheken-Duett verlinkt. Nein, da gibt es jede Woche ungefähr 7 Millionen Artikel oder so.
Nee, wie gesagt, dort haben Sie die Möglichkeit, uns eben, wie gesagt, auch zu unterstützen. Also entweder per PayPal, per Kreditkarte, per Bitcoin, nehmen wir super gerne, per, weiß alles, ne? Auch Überweisung und so. Ja, wie gesagt, darüber würden wir uns sehr freuen, denn ja, davon leben wir auch. Andererseits können Sie selbstverständlich auch hier unser Partnermagazin eigentümlich frei beziehen. Auch das gehört dazu. Dieses Magazin, in dem immer wieder Einblendungen jetzt, in dem immer wieder überaus libertär über aktuelle Geschehnisse und Allgemeines geschrieben und publiziert wird. Und wenn Sie so riechen wollen wie wir, dann geht das jetzt. Ja. Und zwar mit diesem herausragenden Shampoo. Das Shampoo, eigentümlich frei, das Shampoo. Und das Rasierwasser, ja, erfrischend also, libertär. Dieses Shampoo kann auch André Lichtschlag für seine Rückenhaare verwenden. Hab ich er mir tut sagen. Es. Er tut es, ja. Ich nehme dieses Rasierwasser, wenn ich mir die Beine rasiere. Nein, ich habe Spaß gemacht. Das Rasierwasser habe ich bisher tatsächlich noch nicht verwendet. Das Shampoo auch noch nicht, aber das Rasierwasser. Aber dafür habe ich dieses Bartöl, das wirklich unheimlich gut duftet und auch seinen Job tut. Ich habe es heute leider nicht aufgetragen, aber es ist ein ganz herausragendes Bartöl. Wenn Sie einen Bart haben, so wie ich, dann legen Sie sich dieses Bartöl zu. Auch das freut uns und unseren Partner Chrissy von Chrissys Barbierstube. Aus Oldenburg. So, jetzt aber. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Teilen Sie dieses Video nächste Woche dann hoffentlich wieder in, ganz in Ruhe. Überlänge. Ja, jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Bis dann, alles Gute und tschüss. Tschüss. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.